Ja, liebe Leute, wir reisen heute nach Kerstadt zurück. Und damit ein allerherzliches Willkommen zurück zur Bussimulator 21. Wir reisen eben rüber. So, machen wir eine kleine Schnellreise. Heute ist das große Ziel Ausbau ein Kerstadt. So, wir haben den Sitaro mal kurz mitgenommen. Kerstadt auf 4 machen wir. Aber nicht mit dem Sitaro, sondern mit dem BYD, dem Elektro-Gelenkbus. So, einmal bitte lasst mal Chef an Steuerchef, mein Freund. Ich habe mir kürzlich selbst den Benjo über den Kopf gezogen. Fragen Sie nicht. So, okay. So, wie schnell können wir die ausbauen? Ach, das könnte wahrscheinlich so mit 2 Versuchen so passen. Gucken wir mal. Ja, schön, dass ihr wieder am Start seid beim Busfahrer eures Vertrauens mit dem Bussimulator 21. Ein bisschen so Spannung heute. Wir haben als Aufgabe heute Kerstadt. Was wir ja in den letzten beiden Missionen hatten. Auf Stufe 2 und Stufe 3. Jetzt geht's heute um Stufe 4. Ja, das ist jetzt das Coole. Das wollen wir heute angehen. Das machen wir heute auch. Oder zumindest, wenn wir durchkommen. Wo du jetzt mal bitte nicht die Vorfahrt. Gucken wir mal. So, machen wir rüber zur Getreidestraße. Wir machen jetzt rüber zum etwas größeren Stadtteil. Dort sind, wie gesagt, alle Haltestellen momentan erst auf Stufe 3. Aber wir brauchen nicht allzu lange. Ich denke mal, dass wir jede 2 Versuche fahren, 2-mal die Route fahren. Und dann haben wir sie schon auf 4. Und ja, ich mag tatsächlich den BYD sehr, sehr gerne. Das habe ich schon beim ersten Teil gesagt, wo ich das erste Mal gefahren bin. In Angel Shores. Das hat man den ja auch und dann habe ich genau gedacht, Alter, das kleine Ding geht auch nochmal ab. Und ich habe den ja bewusst gekauft, weil wir in der vorletzten Mission hatten wir das, glaube ich, da haben wir eine Vorgabe bekommen, von wegen 20% unserer Busse müssen Elektrobusse sein. Wir hatten 8 und haben jetzt insgesamt, glaube ich, 9, glaube ich, einen habe ich verkauft. Und haben wir dadurch 2 neue oder 2 von 8, ich glaube 8 haben wir insgesamt, genau 2 von 8, 25% haben wir. Wir sollten ja mindestens 20% erreichen, also das haben wir auch schon ohne Probleme geschafft. Ja, heute fahren wir ein bisschen BYD durch die, mit dem BYD durch die Gegend, mit dem schönen umweltfreundlichen Elektrobus. Ich finde den sehr schön auch vom Design her. Er macht mir auch relativ viel Spaß. Und jetzt heißt es fahren, fahren, fahren. Ich gucke jetzt zwischendurch mal auf die Haltestelle. Ist meine Fahrkarte noch richtig? Wir haben ein paar Zahltag erreicht. So, Seniorenticket, Tageskarte 460. Ich glaube, manche Haltestelle ist ein bisschen weiter. Da müssen wir gucken, wie wir es machen. Hallo, hi. 2. 50. Danke. Ja, und kein Wunder, also ich habe ja meine Katze nebenbei sitzen kann, das ist natürlich nicht am Haus. Ich krieg sie schon durch die Kopfhörer durch sich. Ja, ich habe ein kleines Stadtmikro dran, aber und die Kopfhörer im Ohr, Audio-Kopfhörer, und ich höre das Spielzeug quasi direkt über die Kopfhörer, der Controller hängt. So, und das Mikrofon steht ein bisschen weiter weg, deswegen kann das sein, dass es zwischendurch auch mal ein bisschen heilt. Danke fürs Rausfahren. Rauslassen. So, Schnittmodal. Das ist die nächste Haltestelle. Die kommen jetzt alle nach und nach mal alle zusammen. Ich habe jetzt bewusst mal gehoben, damit ich hier mit dir. So, Schnittmodal.
Ja, das kann man sogar dreimal fahren müssen. Aber mehr machen, mehr müssen wir nicht. Ich muss gucken, wie weit ich jetzt die schaffe, die Freunde. Wie lange geht die Route überhaupt? Wo sind die bei? Ich kann ja mal nachgucken kurz. 34. Ja, ich glaube, das werden mindestens zwei Folgen. Werden zwei Folgen werden. Das ist insgesamt drei Folgen, diese Mission. Ist halt so. Gucken wir mal. Ich denke, so wird es kommen. Ja, so machen wir es halt. Wirklich, wir werden drei Missionen draus machen. Ist diese Völkchen hier. So schnell schafft was, glaube ich, nicht. Kriegen wir aber hin. Dann gucken wir mal, was die nächste Mission bringt. Ich werde wahrscheinlich jeder heute ein bisschen privat daddeln nachher. Ich habe ja momentan meine PlayStation 3 mal wieder entdeckt. Ich zocke momentan privat Need for Speed Carbon. Und ja, ich habe einfach wieder Bock drauf gekriegt und dachte mir, ja, jetzt hast das willst du aber nicht haben, willst du zocken. Und es macht Spaß. Es macht Spaß. Das ist mit einer besten Need for Speed, würde ich sagen. So, nächste Haltestelle ist die Hügelstraße. Ich höre schon wieder auf zu regnen mit Heller, ne? Warte mal. So. Ich habe müssen leider dreimal fahren. Oh Gott, aber die nicht. So. Vergiss es. Da hinten den. Das mache ich noch. Dann drücke ich mich noch rein. Das Planetarium. Ich glaube, Thema Alpha Wall, das dürften sie noch nicht gefixt haben. Da ist nämlich eine Alpha Wall mit drin. Das ist mir in der vorletzten Folge ist mir das so ein bisschen aufgefallen. Letzte Folge ist es gewesen, glaube ich. Ne, vorletzten ist es. Letzte Folge sind wir gar nicht groß gefahren. Da hat man die Mission abheben. Da mussten wir, glaube ich, nur drei Routen erstellen. Ich komme aus mir. Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Du bist eingestiegen. Da hat man nur drei Routen, glaube ich, die wir erstellen müssen. Und das war es, glaube ich, auch schon größtenteils. So, jetzt hoffe ich, dass ich die Alpha wollte, ich nochmal drin habe. Ich muss jetzt gerade gucken, wo die war. Könnte kurz vor der Haltestelle gewesen sein. Ich fahre jetzt bewusst rüber. Das ist jetzt nicht ganz unbewusst. Ich glaube, wir haben sie umfahren. Und das ist einfach nur irgendwas gewesen. Keine Ahnung. So, Planetarium. Naja, das wie gesagt, das werden zwei Versuche werden. Die Leute alle mal reinlassen. Warten wir mal kurz. Dann einmal kurz alle. Ja, ich jetzt ein bisschen Rauch der Beschleunigung. Oder sieht das Sachen, dass wirklich viele Leute eingestiegen sind? Ich glaube, ich habe es erwischt, weil die einfach wollen. Ich bin da einmal drum rum. Oder kommt die noch? Das ist ein Fahrgast, der aussteigen muss. Den habe ich gerade gesehen, der ist gerade die Meldung. Das hier, soweit ich weiß, ist ja gar keiner ausgestiegen. Ja, so eine Rechtzeit, ist mir egal. Ernsthaft? Da wollte sich gerade. Habt ihr das gerade gesehen? Der wollte sich. Wollte sich nach links schön vorbeidrängeln. Was eigentlich ja verboten ist, ja, solche Fahrgäste, die Fahrgäste rauszulassen, mitten auf der Straße. Gerade wenn ich so in Leipzig fahre oder sowas, dann kriege ich teilweise, wenn man da ein bisschen Stau hat, in die Stadt ist es halt leider normal, dann
kriege ich öfters mal von mich Anfragen von wegen, ja, können Sie mich ja mit auf der Straße irgendwo reinlassen, aus der Ampel oder sowas. Nein. Nur an unseren Haltestellen. So. Warte mal. Harkosweg, ne? Der will jetzt raus. Und wo ist denn der? Kerststadt. Getreidestraße. Früher Harkosweg. Wir gehen mal raus aus der Haltestelle. Ein Fahrgast möchte eine Fahrkarte. Okay. Wenn viele Leute fragen, ja, ich bin ein bisschen verschnupft. Ich höre mich nicht immer so an. Aber das ist jetzt hier dieses extrem kalte Wetter, das macht halt extrem viel aus. So, Tür zu und weiter geht die Reise. Da brauchen wir manche Einstellungen doch nicht so oft anfahren. So. Oh, ich bin zu früh. Naja, ist egal. Meine Fresse, ey. So, ab zur TU. Zur Technischen Universität. Ich muss gerade noch ein warten. Das heißt, ich habe ein bisschen Luft jetzt gerade. Ja, schon über 8 ist das jetzt mittlerweile. So, wie viel die hat. So, ich glaube, ich kassiere mal gerade die Leute ab hier, dann können wir nämlich nochmal eine Fahrkartenkontrolle machen. Dann haben wir ein bisschen Zeit gerade. Eine Fahrkarte bitte. Ah, okay. Tageskarte. So, Türchen zu, weiter geht die Reise. Ja, ja. Wir machen mal eine Fahrkartenkontrolle. Komm, wir haben sie gerade. Wir sind gerade so toll. Wir haben gerade so viele Fahrgäste. Da wird sich das wahrscheinlich lohnen. Da ist schon der erste. Und der zweite, der ja. Also der Passagier. So, komm, da kann man bestimmt noch Minimum einen auf der anderen Seite, ne? Hier ist der dritte. Moin. Hier ist die Fahrkarte. Moin. Fahrkarte. So. Was? Hier, bitte. Ach so, hier. Das. Dich hatte ich schon kontrolliert, okay. Ja, 3 oder 4 Stück hatten wir jetzt gerade. Aber noch nicht haben, ne? Hier im Spiel freut man sich über jeden Schwarzfahrer. Schon wieder eingeschlafen? Hat jemand? Guck mal gerade. Oh, das war da der niedrige Weg. Wer ist denn da jetzt eingepennt von euch? Nein, die Dame. So. Ich mach mal Fenster auf. Darf ich das? Ja. Ich glaube, es gibt bei manchen Bussen geht das gar nicht. Aber mit dem hier geht es tatsächlich. Und ich bin halt auch tatsächlich immer sehr gerne mit offenem Fenster fährt. Weil frische Luft und so. Ich mag das, gerade wenn du dann früh fährst und so ein bisschen noch müde bist und der Kaffee noch nicht so hilft, wie es soll. Mal das Fenster auf, mal durchlüften, ein bisschen frische Luft ins Gesicht, dann wird man relativ schnell wach. So. Weil ich ja zugeben muss, ich habe ja heute auch gearbeitet. Also gestern, wenn die Folge, ja, vorgestern, wenn die Folge rauskommt. Also heute auch, natürlich, klar, es ist Montag, wenn die Folge kommt, komme ich Montag raus. Und ich habe ja auch Samstag gearbeitet, ich hatte ja letzte Woche 6-Tage-Woche, also ich habe Mittwoch gearbeitet, Feiertag komplett. Und ich habe endlich genug Geld gespart, um im Sommer in den Süden zu fliegen. Und ja. Hat sich jedenfalls gelohnt. Ein bisschen Geld mit reingebracht. Ich habe vom Jazz was gehört. Das wird toll. So. Yeah. Zahltag. Früh auf, Akademie.
Wir sind jetzt ja schon wieder bei. Ab 100.000 haben wir jetzt verdient. Zwei Tage. Wir sind ja bis zu über 30.000, 40.000 sein. Oh, das war's. Fahrrad. Nein. Es gibt tatsächlich sehr viele Serien, die ich noch nicht gesehen habe, die wo ich gar nicht mitgegangen bin. Game of Thrones habe ich, glaube ich, anderthalb Folgen geguckt. Also die erste anderthalb Folgen, dann, was war das noch? Breaking Bad. Nie wirklich mitgegangen, nie mitgeguckt. Wobei ich persönlich ja eher so ein Sitcom-Fan bin. Ich gucke gerne Sitcoms. Also Big Bang Theory, Tod auf Mail, King of Queens, so Dinge halt. Das gucke ich sehr, sehr gerne. So. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wir fahren die Runde einmal zu Ende, dann mache ich einen Folgenbreak, dann machen wir die nochmal und dann ist die Mission erledigt. So, sehr gut. Oh, verdammt, ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Das ist blöd. Atmosphäre in so. Ich bin wieder zufrieden, oder? Immer noch. Das ist egal. Scheiß auf Haus und planmäßig und sowas. Das ist egal. Und ja, das Schild habe ich gesehen, aber das ist halt Spiel hier. So, nächste Haltestelle ist die Kirche. Kirche. Kerststadt. Kirche. Die Kirche. Was ist die? Kerststadt. Studierendenwohnung. Technische Universität. Kerststadt. Kirche. Die Kirche. Haben wir jetzt raus, Kerststadt. Ne? Kerststadt. Kirche. Ja. Jo. So, Seniorticket, einfache Fahrkarte. Dann auch, wenn wir sie jetzt zwei Haltestellen schon rausgeschmissen haben auf dem ersten Versuch, müssen wir wahrscheinlich gleich noch machen. Ach, das ist der Rollstuhlfahrer noch dabei. Nicht gesehen. Muss ich zugeben gerade, ich habe den tatsächlich nicht gesehen. Reicht das von der Dings her? Komm mal. Man sieht es oben schön in den Spiegel, wo sie das reinfährt. So, kannst du die Tür schon zumachen? Scheiß drauf. Wenn du 300 Sekunden, das sind 5 Minuten zu früh bist, dann wertet das auch so planmäßig. Genauso ist es auch bis zu spät. Also wenn ihr also 5 Minuten mindestens zu spät seid, dann wird der auch auf außerplanmäßig gehen. Ist aber jetzt nicht tragisch, wie gesagt. Es ist jetzt keiner, wo jetzt irgendwelche speziellen Vorgaben sein müssen. Das ist jetzt hier nur. Das ist jetzt einfach nur ein pures Fahren. So, liebe Leute. Da sind wir schon am Ende der Route angekommen. Wir fahren jetzt gleich nach Winfield, noch schnell rüber zum die Route nochmal an. So. Sind wir die Wachowski Industries raus? Jede Haltestelle, die gerade raus geht. Jawohl. So. Alle, ich fahre mal kurz rüber. Ja, was viel? Und dann geht's quasi in der nächsten Folge weiter mit dieser Mission. Ah, ich wollte doch schnell überholen. Ich dachte mir, der bleibt auch stehen. Warte mal, kann ich jetzt schon starten, die Mission eigentlich?
weil ich quasi zwei oder drei Haltestellen rausgenommen habe, die ja schon auf Stufe 4 sind. Und wie gesagt, in der nächsten Folge schließen wir dann diese Mission ab. Die da heißt Partybus. Und ja, dann geht es in der nächsten Folge schon mit dem Start einer neuen Mission weiter. Ich weiß auch nicht, wie weit welches ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Manchmal ist es sogar besser, aber nicht zu wissen, was passiert eigentlich als nächstes. Was wird als nächstes vorgegeben? Ja, das ist halt... Manchmal macht es halt Spaß, eher einfach mal unvorbereitet irgendwo reinzugehen und nicht zu wissen, was passiert jetzt als nächstes, sondern sich einfach komplett überraschen zu lassen. Das ist bei vielen Spielen und gerade auch beim Bus-Simulator durchaus angebracht. So, nächstes Mal, wie gesagt, geht's auf Westfield. Nach Winfield, Entschuldigung. Westfield, das ist scheißegal. Die Haltestelle ist sowieso gleich hier hin. Ja, 7 Minuten? Ist das so weit? Hier mal kurz ein bisschen, immer hier den Dings raus. Mach dazu. Ja, mit 70 km hier gerade über die Landstraße. Du Assi. Da hat er schön gewartet. Verstehe nicht, warum er da einfach stehen bleibt. Weil ich wollte ja abbiegen. Und ich war ein bisschen fix unterwegs, dachte mir, ja, das schaffst du schon irgendwie noch. Und dann bleibt der stehen. Weil der nämlich mit abgebogen wäre, wäre ich rumgekommen. So. Naja, wie dem auch soll passieren. Wir haben keine Strafe bekommen für das Ding. Ist ja wurscht. Gut. Dauert jetzt noch ein bisschen ein Stück noch, ne? Ich dachte, wir sind schon relativ nah dran jetzt irgendwie, weil da schon die zweite Haltestelle war. Aber scheinbar auch noch ein bisschen. Ja. Das ist schon eine fiese Ecke hier. Obwohl es geht. Man würde rumkommen. Muss halt nur wirklich darauf achten, dass da die Vorfahrt, die Vorfahrt schippelt und dass du schon weit rausziehst. Dann dürfte es eigentlich kein Problem sein. Wir fahren kurz noch zum Startpunkt. Und dann geht's zum zweiten Teil dieses Aufwertens. Hier, in Kassel. Na krass, wie weit das eigentlich ist. Das ist das denn noch? Ach komm, ich sag mal, wir machen keinen Break. Wir machen jetzt den Break. Wir haben keine Fahrgäste drin. Wir sehen uns in der nächsten Folge beim Bus-Simulator 21 wieder. Und dann geht's mit dem Aufwerten von Kerstadt weiter und wahrscheinlich auch zu Ende. Bis dahin. Tschüss.